TSG Hoffenheim gegen VfB Stuttgart. Peace, Leute. Was geht ab? Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan Torresan und für uns geht es jetzt gleich ab ins Stadion. Ich habe hier Verstärkung am Start. Willst du dich kurz vorstellen? Hi, ich bin die Melle. Perfekt, dankeschön. Perfekt zum Anpfiff. Das Spiel kann beginnen. Aber machen würde ich sagen. Der Block ist gut gefüllt. Der Rest irgendwie weiß ich nicht. Geht. Außer jetzt, wo ich so. Das ist okay. Zweiter ist hier noch mehr. Der Torschütze trägt die Nummer 27 und heißt André! Einfach kramerischer Tor gemacht hier. Das ist auch der einzige Krasse, den ich hier von denen kenne. So gar nicht, wenn man so Sachen schätzt, weiß ich meine, bei Fußball. Oh nein! Der hat einfach vorbeigeguckt. Oh mein Gott, Leute, ey. Den hat man nicht machen können. Leute, das ist die 38. Minute. In den letzten 25 Minuten ist einfach nichts mehr passiert. Zwei Kopfbälle vor Hoffenheim. Stuttgart hat irgendwie auch nichts gerissen. Also wir haben jetzt noch 7 Minuten, aber erste Halbzeit bisher tot, sag ich euch ganz ehrlich. Boah. 45. Minute, erste gefährliche Aktion für Stuttgart. Ueh, wenn das jetzt Tor wäre, Leute. Oh mein Gott, kommt gut. Boah! Ich hab's nicht. Oh, tschüss! Was der für Welle macht! Der denkt auch, dem gehört die Welt! Tschüss! Und jetzt geht's ab, Leute. Bitte an die Fans im Block des VfB Stuttgart, bitte unterlasst das Abbrennen von Feuerwerkskörpern. Ein paar Sekunden später. Vieles verändert, aber ein Hurensohn bleibt ein Hurensohn. Alles klar. Leute, der Block, der brennt. Der Block, der brennt von den Stuttgartern. Haltet, Leute. 1-1. Vorbei. Das Tor ist passiert. Anpfiff und vorbei. Dann geht weiter, Leute. Let's go. Aber der lebt noch. Der lebt noch. Der lebt. Tor, Tor, nein! Oh mein Gott, das war so knapp, Leute. Heiliger Petrus, aber der Ball lebt noch. Der Ball lebt noch. Ja, komm, der sitzt. Oh nee. Wow. Erster gefährlicher Schuss in der 72. Minute der Stuttgarter. Weiß ich nicht. Mal gucken, was der VAR entscheidet. Aber die Stuttgarter machen Politik, ich sag's euch. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was ein Tor. Ach du Scheiße. Ja, ja, ey. Alter, 2-1. Ich hätte retten müssen mit dir. Ja. Rot, warum rot? Da gibt es rote Karte. Wer hat rot bekommen?
Da wird Politik gemacht da unten. Oder respektlos, wenn man jemanden nicht in die Augen guckt. Hast du dich gelernt, ha? Ich habe nur Respekt zu deiner Mutter. Geh nicht zur Mutter, du kleine Hundesohn. Weil sie so fett ist. Okay, reicht jetzt. Komm, Einziger. Komm, steh du über, Tommy. Bruder, du weißt, bei meiner Mutter ist vorbei. Ja, aber warte, wohin gehst du? Sag, wo bist du hin? Rory, Corey. Coach, you got the red card. I know, stupid. Don't worry, I got your back, Coach. Shut up, okay? Alright, you the best. War das billig. Tor, nein. Oh mein Gott, du hast so Augen gemacht, ich schwöre. Nein. Die Nachspielzeit beträgt 5 Minuten. 5 Minuten. Let's go. Ja. Oh Mamma mia. Ja. Oh mein Gott! Ja! Ja! Was ein geiles Tor! Leute, das Stadion steht kopfüber! Was ein geiles Tor! In der Nachspielzeit hier in der Eintracht auf! Vorbei, klasse. Ein schönes 2-2, Leute. In dem Sinne, Leute, wir sehen uns morgen. Morgen geht's ab nach Mainz. Mainz gegen Dortmund. Lasst ein Like und ein Abo da. Dann sehen wir uns morgen in Mainz. Und am Samstag sehen wir uns dann in der Allianz Arena. In dem Sinne, macht's gut, Leute. Peace out.